Hallo, liebe Zuschauer, ich bin wieder zurück bei Mirthwood, unseren Fröhlichwald. Wollen wir mal schauen, was unser Bauer Hugo hier wieder für komische Dinge macht. Vor allem, wenn er ohnmächtig umfällt oder nichts zu essen hat. So, ich habe aber mittlerweile hier mal eine Truhe gebaut und hier alles, was so Essenskram angeht, reingetan. Und ich habe dann auch festgestellt, hier zum Beispiel von den Samen, die ich gekauft hatte, kann ich einige gar nicht verwenden, weil die jetzt im Frühling gar nicht zu benutzen sind. Also Kohl zum Beispiel und sowas. Konnte ich jetzt gar nicht mehr pflanzen. Ein bisschen blöd. Na gut, aber ich habe jetzt hier auch noch mal ein paar Sachen gekocht. Frische Forelle und sowas. Das haben wir jetzt auch dabei. So, von daher, die bringt doch gut was. 15 Hunger. Also Fisch ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir den hier finden. So. Gucken. Ja, hier wächst jetzt nichts so großartig. Aber zumindest die zweite Truhe, das bringt schon mal ein bisschen, ein bisschen mehr hier. Beim Rumlaufen habe ich auch noch mal einen anderen Helm gefunden. So, dann haben wir hier diese lustige Narrenkappe. Das sieht natürlich auch witzig aus. Die bringt natürlich sogar nichts an Panzerung. Aber der Helm bringt 4. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und hier bei diesen Fähigkeiten, da sind wir jetzt, wo war das? Hier bei Beruf auf Level 3 gekommen. Das heißt, ich kann mir jetzt hier so eine Fähigkeitskarte aussuchen. Das geht, ja, das ist über Berufe. Dann gibt es anscheinend noch Fähigkeitskarten über andere Sachen. Vermute ich mal. So, das heißt, wir können uns jetzt hier aussuchen, wollen wir einen Bonus auf Erz und einen Bonus auf Holz haben. Ja, gute Frage. Da wir jetzt sehr viel Holz immer brauchen, würde ich mal sagen, wir geben uns einen Bonus hier auf Holz. Anscheinend kann man dann hier sich so 5 Karten aussuchen, die einen dann Boni geben. Einen Tag. Aha. Also nicht, was das jetzt heißt. Ist das nur ein Tag lang? Hier sieht man 2 Karten, kriegt man hier zur Auswahl, man da aufsteigt. Komisches System. Auch gut, wenn man rausfindet, wie das funktioniert. Ich wollte eigentlich das Haus auch mal renovieren. Da brauche ich allerdings auch sehr viel Steine. Okay, da müssen wir nochmal Steine kloppen. Was haben wir denn hier? Ach, Moment, kann ich eigentlich mal dieses komische Bild, das ich da habe, hier mal aufhängen? Geht das? Ah, unser Familienfoto. Also, Gemälde. Endlich kann ich das auch mal aufhängen. So, Erinnerung an zu Hause. Ja, wir machen zu Hause ja gar keinen Kopf mehr. Was da los ist, wir wissen es nicht. Wir haben keine Nachrichten. Wir wissen gar nichts. Jo. Ich hoffe, vielleicht kommt das storytechnisch ja noch irgendwann mal vor. Dass wir nochmal an zu Hause denken. Oder jemand wollte hier. Haben ja auch gesagt, wir werden nicht besuchen. Wir werden nicht finden. Irgendwie sowas, glaube ich. Ja, wäre schon gut, wenn wir mal wissen, was mit unserem Bruder und unseren Eltern passiert ist. So. Müssen wir noch ein bisschen Steine klopfen. Außerdem habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass die Vögel einen hier das Gemüse klauen. Weil letztens war hier wieder ein Häufchen weg. So müsste ich vielleicht mal so eine Vogelscheuche bauen. Oh, haben wir die denn hier? Steinbrunnen wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, ne? Kostet mich aber jetzt erstmal wieder was. Nicht irgendwo hier, Vogelscheuche. Schützt deine Feldfrüchte vor Krähen. Braucht man Heu und Holz. Ah. Okay, wenn wir mal renovieren fertig sind, schauen wir mal. Ich will aber erstmal das Haus von außen, naja, das ist nicht mehr wieder so eine alte Bretterbude aussieht, so verschimmelt und voller Löcher. Hier haben wir noch ein paar Steine. Wir gehen langsam die Steine aus. Muss schon ein bisschen weiter jetzt laufen, wenn man Holz braucht und Steine. Hier wäre auch noch mal was. Komme ich da hin? Ne, hier ist auch noch mal ein riesen Stein im Weg. Und ja auch hier außerhalb ein bisschen was abernten. Ah, was haben wir da? Aloeblatt. Okay, das können wir nicht. Hier oben. Da sind auch noch Steine, oder? Ja. Nehmen wir mal mit. Zack, 41. Den können wir nicht mitnehmen. Die großen Steine können wir nicht abbauen. Schade. Schade, schade. Hier ist nochmal Stein. Und den nehmen wir auch mit hier. Zack, 42. Zack, 43. Gibt aber nicht viel Stein hier. Oh, 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 da kommt schon wieder so einer. Hilfe! Was haben die denn immer gegen mich? Hilfe! Zu Hilfe! Also. Hallo, ist mein Einbrecher, das ist auf meinem eigenen Grund und Boden. Hilfe! Nimm das hier, du diebische Elster. Ah, weg, weg, weg. Ich kann auch rumrollen. So. Oh.
Wenn er einmal einen Angriff macht, kannst du nicht abbrechen. Das ist so komisch, das Team. Okay, halt. Was macht der da oben? Mit wem kämpfst du jetzt da im Haus? Was will der denn von mir hier, ey? Man doppelt lang mit seinen Scheißmessern. Na, komm schon. Von wegen parieren. Hat überhaupt nichts gebracht. Jetzt hau ich doch nicht immer weg. Ach, nee. Gibt's auch nicht. Mann, was Nerviges. Das für ein Stück Brot. Ah, naja, gut. Können wir zumindest essen hier? Was hat er denn hier? Da, zack. Jetzt liegt er hier tot rum. Das ist aber auch nicht schön. Also, warum gibt es hier so viele Räuber? Das ist extrem nervig. Der will sich ja in Ruhe dein Haus aufbauen, dann kommt da so ein Idiot angelaufen. Mann. So, wie viele Steine brauche ich jetzt noch? 50, wenn ich verwandert. 5 brauche ich noch. Komisches System hier mit diesen Dingern hier stehen. So, hier ist noch ein Stein, oder? Sehe ich das richtig? Ja. So, hier ist noch Heu. Das können wir auch mal wegmachen. Brauche ich, glaube ich, eh nochmal. Was liegt der hier rum, ey? Kannst doch nicht mal verscharren. Voll. Machen wir das hier auch mal weg. So, zack, zack. Und hier auf dem Weg wächst auch schon wieder Heu. Das dann alles her. Wächst aber eigentlich nach hier anscheinend. Das war schon mal frei. Okay, aber zumindest viel Heu jetzt. So, haben wir noch irgendwo Stein? Ich mache nochmal einen Stein, mindestens einen hier. Dass er nicht direkt wieder neu kommt. Hier ist Stein noch. Jetzt sagen noch die Steine aus hier. Klopp. So, ein bisschen plus. Haben wir vielleicht jetzt 55? Jo. So, dann machen wir mal die Bude ein bisschen aufhübschen hier. Außenbereich. Zack. Ja, das sieht doch schon mal ein bisschen schöner aus. Strohgedecktes Dach und so. Schöne Tür jetzt, die nicht mehr ganz so brack aussieht. Die kommen noch nicht hoch. Okay. So, das ist doch mal was. Das ist doch mal was. So, jetzt habe ich hier noch alles. Hier habe ich noch ein Bild. Das habe ich irgendwo mal gefunden. Irgendeine Truhe im Wald. Das können wir auch noch mal auffängen. Trautes Heim, Glück allein. Mission abgeschlossen. Ja, juhu. So, was habe ich davon eigentlich? Man weiß es nicht. Aber wir kriegen mehr Ansehen. Ah, okay. Haben wir ein kleines bisschen mehr jetzt. Moralisch sind wir noch ein bisschen fragwürdig, aber hier haben wir zumindest ein bisschen Ansehen. Okay. Oh, dann ist er, der liegt immer noch da rum. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Für die Vogelscheuche brauche ich noch mehr Heu und noch was Holz. Gut. Dann wollen wir hier noch ein bisschen... Dann gießen brauche ich heute nicht. Immer ein bisschen Heu ernten. Ach, wir haben Holz. Wir haben das denn gekriegt? Da haben wir schon wieder Hunger. 15 Heu haben wir jetzt. So, hier ist irgendwas gewachsen. Okay. Nehmen wir nochmal einen Baum.
Zack. 8 Holz. Wir müssen schon wieder was essen. Haben wir nicht so haufenweise Bratäpfel? Ja, können wir nochmal verschnabulieren. So, wie viel brauchte ich jetzt für die nochmal? Ich brauche noch mehr, mein Gott. Das Bäumchen hier auch noch? Das bringt ja nicht viel. Ah. Das ist echt nicht viel. Und wenn ich alle Bäume nicht fällen kann, hier gefällt aber mein Grundstück, dann sieht es ein bisschen schlechter aus. Mal gucken, wo ich dann noch Holz hier kriege. Nee. Ah! So, ups. So. Wie viel haben wir jetzt? 17. Ein mühsames Geschäft, das Landleben. 18. Schon wieder Hunger. Mein Gott, das ist ja nicht normal. Man bewegt sich. Oh, was ist das? Oh, eine Kamille? Die haben wir noch gar nicht gefunden bisher. Komm, Kamillentee machen. Wo reicht das jetzt hier? Mein Gott, wie viel Heu soll ich denn noch machen? Boah. So. Das dürfte aber jetzt reichen. Kommt schon wieder so ein Vogel. Hey, du klaust mir hier nichts, sag ich dir. So. Vogelscheuche hergestellt. Wunderbar. Guck, guck. So, was ist das Ding hier? So. Kann ich die hinstellen? Daneben. So. Wer geht jetzt nochmal an meine Feldfrüchte, ihr Biester? Ha. So. Haben wir das auch. So, ups. Und dann wäre wahrscheinlich ein Schmelzofen auch nicht schlecht. Hier können wir auch noch eine Laterne bauen. Aha. Ein Holzzaun, ein Steinzaun, Kalksteinzaun. Ich will hier noch einen Kalksteinbrunnen. Brunnen. Ja, brauchen wir überhaupt einen Brunnen? Ich meine, diese Wasserflasche, die wir da haben, die füllt sich anscheinend immer selber auf. Schmelzofen wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Dann könnten wir eigene Metalle machen. Diese Eisenbahn, die brauchst du ja auch für alles. Hoffentlich kann man die da drin machen. Ich weiß es ja nicht. Da brauchen wir noch mehr Steine. Oh Mann, was soll ich die alle hernehmen? Nee, nicht das. So, das. Da muss ich hier weiter Steine klopfen gehen. Hier kann ich noch irgendwas kochen eigentlich. Wird ja schon wieder spät. Okay, hier fehlen mir die Äpfel. Eier habe ich keine. Mehl habe ich nicht. Das fehlt mir. Da habe ich auch nicht. Hier fehlen mir die. Ich könnte noch eine Frühlingssuppe herstellen. Kartoffelkräutersuppe brauche ich mir nur eine Kartoffel für. Okay, Fleisch haben wir momentan. Oh, wir haben noch Kaninchenfleisch. Ach. Sehr schön. Dann können wir ja noch was essen. Gekochtes Kaninchen, Holundermeere, gebratene Forelle, Frühlingssuppe. Haben wir drei. Dann erstmal mal eine Frühlingssuppe. So, vielleicht, ja. Was bringt denn ein Nickerchen eigentlich? Kleines bisschen Gesundheit wieder und Energie. Okay, dann könnte man zumindest noch draußen nochmal ein kleines bisschen ein paar Steine klopfen und so. Damit wir mal einen Schmelzofen haben. So, klopf, klopf. Das hier ist Kupfer, ne? Ich kann kein Material mehr tragen. Was Steine, oder? Ja, Steine geht noch. Also gut. Mein Materialinventar ist schon wieder voll. Ist das nervig. Du kannst an allem nur 6 Sachen tragen und dann war es das wieder. So, Steine. Ja, nochmal. 50 brauchte ich, glaube ich, ne? Meine Güte, da bin ich mal lange am Hacken hier. Ich fühle mich müde. Ja. Ist ja auch schon spät, das stimmt. Aber solange wir noch ein bisschen Energie haben. Ah, wird schon weniger. (lacht) 28, 30. Ah, 31. Was man hier rauskriegt, schon auch irgendwie Zufall. Mal 1, mal 3 Steine. Ah. So, das war's gleich. Gleich haben wir wieder Hunger. Ah, Mist, komm. Naja, gut. Hier ist noch einer. Haben wir noch Energie? Ja.
Also, du hast einen kompletten Kaninchen-Eintopf gegessen und hast schon direkt wieder sofort Hunger. Na gut. Gehen wir mal rein. Zumindest sieht unser Haus jetzt anständig aus. Wir haben sogar ein paar Laternen draußen. Gehen wir mal pennen. So, guten Morgen, liebe Sorgen. Es geht schon wieder los. Erstmal direkt mal ein Süppchen. Ja, warte mal. Wie so ein Topf. Aber wir essen noch einen Bratapfel hinterher. Dann machen wir vielleicht mal ein bisschen mehr für den Tag. Sechs dir irgendwann noch beenden können? Nee. Wächst hier überhaupt irgendwas? Keine Ahnung. Hier ist ein Sch- kommt der Stein her? Also, wir spawnen die doch irgendwie, hä? Ah. Okay. Wieder hat hier keins mehr gemacht. Das habe ich eingesammelt. Der Schmelzofen. Können wir herstellen. Juhu! Zack! Level 4! Okay. Aber wir rufen. Chance auf extra Holz. Okay. Minus 5% Anforderungen zur Gegenstandsherstellung. Mhm. Chance auf extra Juwelen. Dann kriegen wir nochmal Chance auf Holz und Erz. Okay, kommt ja mal ein bisschen drauf an, was man gerade macht. So, Holz wäre natürlich auch mal nicht schlecht. Mal sehen, ob das wirklich was bringt, wenn wir hier extra Holz. Was macht der Dreh hier? Hallo? Oh shit. Da ist eine gute Gelegenheit gewesen. Da war ich. Was macht das hier auf meinem Grundstück? Sorry, kleines Reh. Aber ich brauche auch ein bisschen was zu essen. Jetzt haben wir Materialien wieder. Guten Tag. Ich weiß auch nicht. Was machst du hier? Was machen sie hier so? Flüstert über Streit unter Adligen. Aha. Er mag wohl gerne ein bisschen tratschen, wie es aussieht. Ah, war das das Richtige? Prag mit der Fähigkeit des schnellen Laufens. Ja, kann man immer gebrauchen. Machen wir mal einen schmutzigen Witz. Haha! Du glaubst es nicht. Ja. Spaß gehabt. Was macht der überhaupt, Graham? Einiger Chris Kelsey. Er ist zart. Ja, lieber zart als hart. Was ist. Ach, der hier. Warum laufen hier Leute rum? Ey, der Klaus hat Gemüse, mein Freund. Dann hat sich das mit dem zart. Sowas. So. Das Wetter macht mich ganz trübsinnig. Ja, es regnet. Soll man sagen. So, mehr kann ich nicht machen, ne? Nur ein Fell. Ach, der hier. Ich dachte, man hat seine Ruhe. Gut, ich bin gar nicht gewohnt. Bei einer Farming spielen kommt ja selten mal einer vorbei. Das ist wohl hier eher ein bisschen random. Ja, aber gut. Nutzen. Das können wir nochmal Leder machen. Das können wir gut verkaufen. Das können wir gut verkaufen. So. Okay, dann wollen wir mal. Ich wollte eigentlich den Schmelzofen. Ah, besser ja. So, den stellen wir vielleicht hier hin. Oder? In der Nähe von unserer Kiste, weil die Sachen. Ja, die interagieren mit den Kisten, die in der Nähe sind. Die müssen aber wirklich auch noch in der Nähe sein. So, nutzen. Ah, guck mal an. Wir können hier Kupferbarren machen. Eisenbarren. Und Rest haben wir nicht. Aber immerhin. Machen wir mal Kupferbarren. Kannst du immer nur einen machen, oder wie? Zwei. Okay. So, wunderbar. Dann machen wir mal Barren. Ist ja schon mal nicht schlecht. Was kostet der Amboss? Zwei Eisenbarren, 15 Stein. Für Waffen und Rüstung. Okay. Was haben wir hier noch? Konservenfass, Gerbstunde, Webstuhl. Mhm. Okay. Eine Presse gibt es noch. Wahrscheinlich für die Wein. Ne, für Käse, Früchte. Alkohol. Fässchen mit Zapfen. Alkohol.
Es gibt zwei Fässer. Einmal das, ein ausgezeichnetes Holzfass. Daran lässt man Alkohol reifen. Ah, du brauchst wahrscheinlich zwei Sachen, wenn du Alkohol machen willst. Das Fässchen mit dem Zapfhahn und das Fass zum Reifen. Okay, ein bisschen mit einer Whisky-Herstellung. Da brauche ich Eisenbarren für. Also ich brauche viel Holz und viel Eisenbarren. Alter Falter. Aber das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Wofür brauche ich dann diesen Kupferbarren eigentlich? Aber vielleicht kann ich auch gut verkaufen. Ich brauche eigentlich für alles, was ich herstellen will, Eisen. Geil, okay. Gut, hier braucht man die Pläne. Okay, die muss man kaufen. Große Truhe, kleine Truhe. Da braucht man auch nochmal Eisenbarren. Du brauchst für alles Eisen eigentlich. Da hätte ich besser kein Kupfer gemacht. Vielleicht brauchen wir das für irgendwelche Kupferrüstungsteile oder sowas. Kartstein haben wir nicht. Da müssen wir uns irgendwo mal besorgen. Hirschkopf, okay. Bärenkopf. Lagergerümpel. Warum sollte ich mir Lagergerümpel hinstellen? Okay, ne? Kratzsteinzaun. Holzbogen. Laternenpfahl aus Stein. Stein und Eisenbarren. Okay, ich brauche ziemlich viele Ressourcen hier. Puh, okay. So, ich habe hier Tränke einiges. Oh, wir haben zwei Leder, die könnten wir verkaufen. Ich habe immer noch einen komischen Fuß. Ja. Kuckuck. Ein Schrägenbraun. Rostiger Eisenhaube. Die zweimal? Tatsächlich. Könnte man nicht verkaufen. Den schäbigen braunen Hut verkaufen wir auch mal. Kaninchenfell ist auch was wert. Die Holunderbeeren, die tue ich mal in meine Küche. Also hierhin. Alles, was Essen angeht, will ich da mal eigentlich rein tun. Ich glaube mal, dieses Lavendel, Kamille und so ist auch alles, was so mit Kochen zu tun hat. Wo man die unterwegs essen kann, ja, aber die bringen auch nicht so viel, ne? Und die bringt Lebenspunkte zurück. Das hier macht nur den. Macht eigentlich nur satt. Ah. Das bringt auch Energie zurück. Lebenspunkte bringt eigentlich aber nur der Gemüseeintopf und die Holunderbeeren. Interessanterweise. Okay. Okay, da wir jetzt ja nicht mehr kämpfen müssen, können wir ja jetzt auch unseren. Was haben wir denn dann? Klamotten hier. Scharfritzen nur. Das sieht doch fesch aus, oder? So, hier Robin Hood. So, nur noch Lady Marian und Bruder Tuck und dann können wir hier loslegen. Was haben wir da? Erbsen. Erbsen sind immer sehr ergiebig. So, ist das? Ja, meine Kartoffel. Juhu! Aber sonst wächst hier nichts anscheinend. Scheiße. So. Ich hatte ja Samen, aber da hat mir das Programm gesagt. Kann im Sommer gepflanzt werden. Ja, shit. Da bin ich drauf geachtet. Kohl und Karotten geht gar nicht. Geil. Aber ich kann irgendwas damit kochen mit der Kartoffel. Warte mal. Ah, Kaninchen, einen Topf. Da brauche ich noch Kaninchenfleisch. Mist. Bärenbrei. Getreidebrei. Da brauche ich Weizen und Milch. Kartoffelkräutersuppe können die machen. Die bringt 12 Hunger zurück. Okay, ein bisschen mehr als die Frühlingssuppe. Gut, dann machen wir das mal. Juhu, unsere einzige Kartoffel wurde verkocht. Naja. Was soll man machen? So. Da habe ich eigentlich noch an Missionen. Habe ich jetzt gerade mehr so reingeguckt. Der Niedergang der Medville-Brauerei. Finde die Med-Brauerei. Keine Ahnung. Wasser unter der Brücke. Aschenmorast. Trifft dich mit Fremden. Ah ja, keine Ahnung, wo das ist. Der Witz geht auf deine Kosten. Für die Narrenkleidung. Ja gut, zwei Sachen haben wir ja schon. Die Blockade der Banditen. Weiß ich nicht. Wasser unter der Brücke. Ja, wo immer das dann ist, ne? Wo ist denn diese Brauerei? Können wir das hier mal... Muss ja irgendwo sein.
Gehen wir mal in die Stadt und verkaufen mal ein paar Sachen. Hier haben wir noch Steine, die könnte ich allerdings auch nochmal gebrauchen. Da ist hier noch irgendein Baum, den können wir noch mit. Wir halten noch mal ein bisschen ab. Wenn wir schnell noch Energie haben, nehmen wir das auch noch mit hier. So. Das Zeug brauchen wir so oder so. Klopf, klopf. Das hier war jetzt, das können wir jetzt auch endlich mal mitnehmen. Ach, ich kann nicht mehr Materialien tragen. Ach, Leute. Hunger haben wir auch schon wieder. Ich werde bekloppt. So. Sag mal, ist das eine Leder eigentlich schon fertig? Dann könnte ich das auch noch mitnehmen, verkaufen. Ah ja. So, Leder können wir mitnehmen. Tun wir mal weg. Dann kann ich das einsammeln. Eisen. Ah, wir haben ein Kupferbarren und einen Eisenbarren jetzt gewonnen. Okay. Kann ich noch Eisenbarren machen? Nee. Gut. Amboss. Da bräuchte ich 2 Eisenbarren für. Fässchen auch. Eine Presse bräuchte ich nur ein. Butterfass. Ich habe auch keine Milch. Konserven. Konservierung und Fermentieren von Früchten. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Eisen. Und zwar dieser Brennofen. Da bräuchte man nur Steine für. Okay. Kleine Truhe. Wir können uns aber nochmal eine kleine Truhe machen. Also ganz unnütz ist der Eisenbalken Barren nicht. Tun wir vorsichtshalber mal weg. So. Aber ich habe jetzt kein Erz mehr so weiter. Ne? Aber hier war noch irgendwo was. Ich würde jetzt ungern die Zeit verplempern. Hier war ich nicht. Hier war noch irgendwo vorkommen. Hätte ich nicht. Nee. Ah, hier, genau. Mal sehen. Wenn wir da Kupfererz rauskriegen, genau. Können wir noch schnell einen weiteren Barren anfertigen. Der bringt 25, wenn man verkauft. Ist ja auch nicht so schlecht. So, zack. So, das Ding ist am Brötscheln. Kuckuck. Was ist der Kuckuck, ey? Irgendwann schieße ich ihn. So, hier haben wir nochmal Steine. Nehmen wir nochmal schnell mit. So, zack. Brauchen wir sowieso. Hier ist auch nochmal Kupfer. Komm. Nimm ihn mit. Ich kann ihn nicht tragen. Ich bin schon wieder voll. Was ist denn hier der Ausgang? Mensch. So. Ja, hier könnte man so ein Tor hin, Torbogen hinbauen. Ja, wahrscheinlich nicht allzu hässlich. So, da sind wir schon mal wieder im Städtchen. Oh, da ist ein Hasi. Kann ich den jagen? Da läuft den manchmal auch. So, bin auch schon mal eine Stunde lang hinterher gelaufen. Einen blöden Hasen. Hier ist er weg. Da ist er. Dieser scheiß Bogen. Das ist auch Zufall, wenn du mit dem schießen kannst. Jetzt schon wieder nicht. Das. Oh, da haben wir, ich glaube, ein Reh getroffen. Rohwildleder. Das hätte ich aber gern genommen. Shit. Jetzt habe ich hier wieder eine Scheiße. Dann opfern wir das Heu. Aber das Leder, das kann ich gut verkaufen. Da habe ich mehr von als jetzt hier das Heu. Vielleicht bleibt es ja hier liegen, dann kann ich es irgendwann mal wieder mitnehmen. Was ist das? Beinwell, mein Gott, ich habe 1000 Tonnen an Beinwell. Moment. Wo ist denn der Hase jetzt? Da. Die sind verdammt schnell. Bleib hier! Ach, scheiß auf den Hasen, ey. Diese Rumrennerei gibt mir auf die Nerven. So, hier waren auch eben noch Beeren. Ah, da. Holunderbeeren. Sehr schön. Da kann man noch mal eine essen. So, Waldmannsheil. Dann können wir hier noch mal in den Ort gehen, um was zu kaufen.
Ruckelt das schon wieder. Dumm, die dumm. Das hier doch. Wer sind Sie? Ich habe dein Gesicht noch nicht gesehen. Ja, ich kann dir ein Bild schicken. Mein Gott. Jetzt rennt hier der Hase rum. Ich krieg dich. Der ist in das Haus gerannt. Hallo? Ha? Einbruch. Oh. Jetzt schießt. Wer denn jetzt? Ach, ist er wieder weg. Blöden Hasen. Kann ich eigentlich Leute erschießen? Muss ich ja mal ausprobieren. Nö. Okay. Man weiß ja nie. Honig. Okay. Ist das? Kale. Lavendel. Tachchen! So. Was haben wir hier? Ah, Moment, Moment, Moment. Hier haben wir nochmal Fische, oder? Ah, Mist. Wenn ich irgendwie so einen blöden Apfel nicht mehr essen können. Ich muss hier eh was essen. Aber mit einer schönen Forelle kann man auch noch sehr gut die Vorräte auffüllen. So, verkaufen. So, warte mal. Die rostigen Eisenhauben, die können wir verkaufen. Der ist 4. Ne, den verkaufe ich nicht. Den schäbigen braunen Hut können wir verkaufen. Den Kupferbarren. Oh, der bringt 33. Plus 8. Der Preis ist so gestiegen. Und das Rotwildfell. Ich glaube, das bringt mehr als Leder. Verkaufen wir das auch. Und das Leder hier. Kaninchenfell verkaufen wir auch. Vielleicht bald ich mein Leder. Kann man vielleicht nochmal gebrauchen, um eine Rüstung zu machen. Forelle, das ist Essen. Gesundheitselixier bringt aber auch sehr viel Geld. So, nicht schlecht. Aber jetzt haben wir mal ordentlich Kohle hier. Was kann man denn eigentlich kaufen? So, die ganzen Jack-O-Lantern. Mhm, okay. Was ist dieser Bäuerin eigentlich? Wo war die denn nochmal? Eliza. Wird hier angezeigt. Oh, hier haben wir nochmal. Oh. Die alle ihre Forellen hier so hängen lassen. Unvorsichtig. Ach, hier. Da könnte man so noch Met holen, aber das bringt nicht wirklich viel. Gemüsesuppe, Gemüseeintopf. Naja, könnte ich mir auch selber machen. Aber ja, ist auch Arbeit. Ne? So, warte mal, Karte. Kann man das hier sehen mit der Mission? Wo das sein soll mit dieser Brauerei? Nee, muss man selber rausfinden. Hm, okay. Bin schon wieder müde. Ja. Ich weiß. Ach, hier ist der. Was kann man hier eigentlich machen? Geben. Oh! Ich bin 10 Gold los, habe aber plus 5 Moral. Das heißt. Ah. Hier kannst du dein Morallevel. Für viel Geld, wenn du amoralische Sachen getan hast. Okay, dann kriegst du wieder ein bisschen was dazu. Das ist nicht ganz so schlimm. Wenn wir ein bisschen klauen. Genug Kohle, siehst du, wie im wahren Leben, ne? Kannst du jede moralische Verfehlung einfach wieder aufheben, ne? Wie so ein Mask oder so. Hauptsache, das ist genug Kohle, dann kannst du jede Scheiße machen. Und dann gibt es noch Leute, die bejubeln das. Tja. So funktioniert das auf der Welt mit der Dummheit. So, mit Geld geht alles. Hallo, Pferdchen. Hm. Die sind Hühner. Wo war denn diese Bäuerin? Verläuft man sich so schnell? Es war Stockfenster hier wieder. Gott, hier läuft lieber nicht rum. Sehe ich wieder nichts. Hm. Wo bin ich? Hier oben. Ja, wir müssen einfach nach oben geradeaus gehen. Was? Beeren pflücken. Na, dann geht's halt nicht. Hier ein paar Samen kaufen. Hier ist auch nochmal. Hier ist dieser Friedhof. Sieht auch gruselig aus. Solange, na gut, solange es hier keine Zombies gibt oder so. Kann man was lesen?
Pass in der Nähe der Gräber auf. Die Einwohner der Stadt haben sich nun einer großen, verhüllten Gestalt während der Nacht berichtet. Einige Gräber scheinen angetastet worden zu sein. Allesamt frische Gräber. Außerdem wird Markus seit letzter Woche vermisst. Behalte daher einen kühlen Kopf und sei vorsichtig. Das ist Markus. Okay, Schatten der Nacht. Oh, das ist eine neue Mission. Suche nach Hinweisen. Gerüchte verbreiten sich in der Stadt. Irgendjemand oder irgendwas schleicht am Rand des Ortes in der Dunkelheit umher. Das plötzliche Verschwinden von Markus, ein Mitglied der Stadtwache, hat die Furchteinwohner und die Gerüchte nur noch mehr angeheizt. Sogar einer von der Stadtwache war das. Oh, der dürfte ja eigentlich gut bewaffnet gewesen sein, vermute ich mal. Der müssen wir also aufpassen, wie er hier nachts umschleicht. Aus uns natürlich. Ah. Was ist hier? Jeden Morgen vor der Dämmerung warst du auf und hast dich um die Felder gekümmert. Jeden Abend vor dem Sonnenuntergang habe ich auf deine Rückkehr gewartet. Ich vermisse die Tage, an denen ich dich begleitet habe, durch die Felder gerannt bin, am alten Baum geschaukelt habe. Ich vermisse dich, Papa. Liebe Isabel. Oh, wie traurig. Hier ist ein Grabstein. Oh. Okay, ja. Das Spiel hat auch seine düsteren Momente, ne? Ah, hier ist ja der... Nee, ich dachte, das wäre die Bäuerin. Rinaldos, was machst du hier? Wer bist du überhaupt? Hallo, wir kennen uns nicht, aber ich brauche deine Hilfe. Es geht um meine Hühner. Meine Hühner, sie sind auf und davon. Was ist passiert? Feiglinge, Hühner sind feige. Sie sind einfach davon gerannt. Ich weiß nicht warum. Sie werden noch gefressen. Von den Wölfen, Werwölfen, Bären oder weiß der Herr was? Werwölfe, Bären. Klingt schon mal sehr gut. Die Hühner, ja. Ich suche nach ihnen. Vielen Dank. Sie sind auf der ganzen Weide verstreut. Nimm diesen Stock und gib ihnen einen Klaps, dann kehren sie wieder heim. Was? Stock. Eine Hühnerrute. Das habe ich noch nie gesehen. Eine Hühnerrute? Was gibt's? Okay. Können wir hier noch eine Kuh schieben? Jawohl. Hier, die steht falsch. So. Ach, hier Kimberly. Hallöchen. Unsere bäuerliche Freundin hier. Kann es sein, dass wir hier ein bisschen mehr haben? Oh. Achso. Wir haben zumindest jetzt so ein bisschen bei ihr. Pluspunkte. Hallo. Wollen wir mal ein bisschen quetschen hier. So, neueste Klatsch und Tratsch. Also ich sag dir, dieser Typ mit ihren Hühnern. Ha. So, Kimberly prahlt mit tollem Haar. Oh ja, ja, das ist das Haar. Warte mal. Können wir ein Kompliment machen? Wo war das? Nee. Komplimente ist hier. Ne? Da. Deine Haare sind ja heute so weich, wie mit Schwarzkopf gewaschen, wie hieß der Typ. Ja, dankeschön. Ich glaube, das was bringt. Werden wir sehen. So, hier können wir mal klauen. Ihr klaue nicht, ihr stellen sicher. Vor Verfall und so. Regen. So. Was ist hier? Eine Weinpresse. Moin, Inspektion, Feuerinspektion. Was ist hier los? Wir haben Salber geklaut. Scheiße, siehst du, ist die ganze Moral schon wieder hinüber, die wir gerade wieder ein Plus hatten. Naja, da bin ich mal zu schnell beim Klicken. Wieder hat Gebot in jedem Spiel. Kannst du einfach alles überall klauen. Aber hier hat das kleine Auswirkungen. Na gut. Das ist so. Ah, hier ist der. Bist du? Nee, Aldebrand. Hey, Aldebrand. Ja, ich will dich heute nicht verführen. Hast Glück gehabt. So, oh, Milcheimer. Kann ich nicht hier brauchen. Irgendwas zum Verkaufen. Diese Feder, was macht man damit? Was mache ich mit diesem Fuß? Weiß das jemand? Ah, eine Forelle. Honig. Finden wir eigentlich auch überall. Das könnte man, naja, lohnt sich das jetzt zu verkaufen? Arendelsalbe, ne, wir behalten das mal, aber wir können was kaufen auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal aufpassen, was wächst in dieser Jahreszeit. Sommer, wir haben ja jetzt noch Frühling, Herbst, Frühling, ah, Leinsamen. Aha, ja, das kann man so nicht einfach essen. Trauben, Sommer, Hafer ist Frühling, ah, okay. Kostet nicht viel. Zwiebeln, auch Frühling. Und dann holen wir uns noch mal ein paar Kartoffeln. Was ist das? Erdbeeren. Ach nee, Kartoffeln doch, das geht. Weizen ist... Kann jeder Jahreszeit außer Winter.
Okay. Dann holen wir uns auch nochmal das. Mais ist Sommer, Sommer, Sommer. Gerste ist auf Frühling. So, was haben wir hier noch? Nee. Zeichnung eines Stalls. Das ist alles teuer, kann ich mir nicht leisten. Trauben. Da können wir bestimmt Alkohol draus machen. Also können wir das jetzt noch nicht. Oh je, ist das alles teuer. Okay. Ein Huhn können wir uns auch noch nicht leisten. Dann gibt das zumindest immer wieder Eier. Eier kann man die hier kaufen? Oder irgendwie sowas zum Essen? Huhn, Pferd, Ei, Hund, Katze, Maus? Nee. Leider nicht. Gut. Oh, wir sind schon wieder ein bisschen müde. Ja, dann müssen wir am besten mal nach Hause laufen. Hallo. Wünsche ich dir auch. Tschüssi. Ist das nicht die Kimberly schon wieder? Ja. Verführung, kalt. Hm. Jetzt sollte man da mal was investieren. Hallo Kimberly. Meine, die hat zumindest eine ordentliche Landwirtschaft hier. Mal gucken. Wir können ja noch mal ein bisschen, ja, schmeicheln. Wegen dem schönen Turn und so. So, macht ein Kompliment immer bei der Intelligenz. Siehst du, endlich hat es jemand erkannt. Stadt ist immer noch kalt. Da müssen wir noch viel dran arbeiten. Ja, wir kommen noch mal drauf zurück. Kimberly. Bleibt nicht im Auge. Scheiß auf das Glück, ich schaffe das auch allein. Das sagt man nicht. Also, ist das eins von diesen Hühnern? Geh zurück, husch. Keine Ahnung, ja, dann kenne ich das, ob es das Huhn ist oder eins. Aua, das hier so rumläuft. Hier ist ein Huhn. Hallo, Huhn? Oh, das ist sehr brutal irgendwie. Das? Ackerbille. So, wir haben wieder einen Huhn gefunden. Sehr merkwürdige Mission, aber okay. Piekse-Hühner. Mhm. Ja, der Hühnerpiekser. Das sind wir. Hier gibt es nichts. Gibt es hier noch irgendwas? Was ist das? Achso, das ist der Wegweiser. Na gut, dann gehen wir mal nach Hause. Ist schon wieder spät geworden. Wir müssen uns auch mal wieder ins Bett. Immer noch. Oh, bist du eins von den. Jetzt ruckelt das schon wieder. Vermissten Hühnern. Okay, den haben wir eins übergezogen. Das ist irgendwie sehr brutal. Wann weiß ich denn, wie viele Hühner das sind? Wie viel. Geht das irgendwo? Ah, noch zwei. Ich muss noch zwei Hühner. Oh, ich habe noch ein paar Beeren. Ich kann nichts mehr tragen, weil. Oh, irgendwas, was man direkt auf essen kann. Ich habe erstmal noch eine Frühlingssuppe. Aber noch ein paar Johannisbeeren. Okay. So, jetzt ab nach Hause. Wo bin ich überhaupt? Ah, ich bin irgendwo auf dem richtigen. Was ist das? Kamille. Auf dem richtigen Weg, hoffentlich. So. Oh, ich habe auch null Energie. Hier fehlt schon wieder was. Dann nützt anscheinend die Vogelscheuche auch nichts. So, Gerste. Kann man die hier reintun? Sehr schön. Besser als im Auge. Ein Gerstenkorn. Hier, guck mal, Hafer. Kann man da Reifer raus machen? Bums. Oh Mann. Es ist doch bescheuert, das System. Echt eh. Warum macht man das immer? Um den Spielern auf den Sack zu gehen am Anfang, dass du möglichst nicht viel spielst. Bescheuert. So, dann machen wir das. Kartoffeln. Hier haben wir dann überall was gepflanzt. Und hier müssen wir noch ein bisschen im Dreck wühlen. Gießen müssen wir ja wieder nicht, weil es regnet eigentlich ständig hier im Spiel, habe ich das Gefühl. So, und dann kommen hier nochmal Kartoffeln. So. Habe ich noch Samen? Ich habe noch ein bisschen. Dann könnten wir hier nochmal was. Noch so eine Reihe machen vielleicht. Dünger haben wir ja. Ne, Dünger haben wir nicht. So. Hier haben wir nochmal Johannisbeere. Gut. Wie immer hier alles haben wir verschönert. Das ist schon mal gut. Ah, unser Barren hier ist fertig. Wunderbar. So. Dann müssen wir nochmal gucken, was wir hier bauen können. Als nächstes. Mit Eisenbahn. Einen haben wir. Brennofen. Und nur Steine. Mhm.
Fürs Konservieren und Fermentieren von Früchten. Was macht man damit? Butter ist klar. Herstellung von Käse, fermentierten Früchten und anderem. Hier brauche ich mehr Eisen. Ja, hier brauche ich auch mehr Eisen. Ich brauche mehr Eisen. Das hilft nichts. Da müssen wir vielleicht nochmal in diese eine Mine gehen, wo dieses Monster da war. Kuckuck. Holzzaun, Laterne. Holzbogen. Da brauche ich auch nochmal Holz. Ich brauche ganz viel Holz. Eieiei. Naja. Komm, wir machen aber jetzt mal ein Nickerchen. Wir müssen unseren Lebenspunkt wieder auffüllen. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wir mit Hugo, unserem fleißigen Bauern. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.